Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu diesem Video, meine Damen und Herren. Vor allem natürlich ein ganz herzliches Willkommen an alle neuen Zuschauer, Abonnenten, Kommentatoren und so weiter und so fort. Nein, don't shoot me. Die letzten paar Tage kamen wieder einige rein und deswegen dachte ich mir, komm, man begrüßt sich ja auch hier, denn wir sind ja freundlich. Ah, Drecksack. Ich weiß nicht, woran es lag. Es war jetzt auch nicht ein Ultrawachstum, also so ist es nicht. Aber es kamen wieder ganz gut welche rein. Zumal wir gerade die letzten paar Tage davor sogar verloren hatten, also kurzzeitig, und deswegen, wir haben uns früher, als Wollen und ich angefangen haben mit YouTube, haben wir uns gesagt, okay, am Anfang wird das natürlich langsam gehen, klar, man ist ja unbekannt. Das heißt, woher soll Wachstum kommen, es weiß ja keiner, dass man überhaupt existiert, sozusagen. Wir dachten uns, natürlich wird das mit der Zeit dann angenehmer. Oder halt einfach schlicht und ergreifend, nein, du Kacknase. Einfach besser, es stellt sich irgendwann praktisch von alleine ein Wachstum ein, weil man ja, bekannter wird. Die Leute erzählen von einem, über einen und so weiter. Also ganz einfache Mundpropaganda wird da schon betrieben und dann wächst man halt so vor sich hin. Aber irgendwie ist es noch nicht so eingetreten, dieses, ja, von alleine, das Wachstum. Man hört da von verschiedenen YouTubern immer diverse Sachen von wegen, ja, bis 1000 ist es schwierig und dann geht's easy und so weiter und so fort, bla bla bla. Aber ich kann euch sagen, also von alleine kommt da ab 1000 gar nichts. Oh, scheiße, Mann. Das war ein Lucky Shot. Toller, die Waldfee. Komm, ich muss den jetzt aufholen. Diese blöde Pump, ich hasse die Schrotfee. Andere sagen ab 10.000. Da rennt's. Es kommt natürlich auch darauf an, was man dann mit diesem Wachstum macht, wie man überhaupt dazu gekommen ist. Wenn jemand jetzt geboostet wird von einem anderen YouTuber, genannt wird, gepusht oder wie ihr es auch nennen möchtet, oder einfach zusammenarbeitet, dann kann es natürlich bereits ab 1000 soweit sein, dass es halt richtig rennt, weil die Zuschauer kennen einen ja schon, also von dem anderen Großen, und dann, ja, kann so eine Explosion kommen. Aber wenn man das eher so alleine macht, beziehungsweise einfach auf sich selbst gestellt ist, dann kann das halt, ja, auf unbestimmte Zeit gehen. Wer weiß, wie lange es dauert, bis dann irgendwie mal dieses Riesenwachstum da ist. Aber um zurück zum Kern zu kommen, meiner eigentlichen Aussage, willkommen an alle neuen Leute. Schön, dass ihr zu uns gefunden habt. Rastet richtig aus, ja, kommt vielleicht, wenn ihr wollt, auch in die Steam-Gruppe. Da findet ihr Leute, mit denen ihr spielen könnt, also speziell CSGO, eben einfach Premates. Da gibt es schon ganz, ganz viele, die suchen in der Diskussion. Also wenn ihr auch Premates sucht, dann macht vielleicht nicht zwingend direkt eine neue Diskussion auf, sondern guckt erstmal bei den Sachen, die bereits bestehen, was ihr so machen könnt, also was es schon alles so gibt. Ich habe festgestellt, dass viele erstmal einen neuen Dingens aufmachen, so eine neue Diskussion dabei. Gibt es schon ganz, ganz viele Leute, die praktisch suchen. Nein. Hallo? Ah. Ein Opfer. Deagle Time, alles klar, mache ich dir easy. Hinter mir ist einer, alles klar. I. Oh nein, da ist auch noch einer. Was? Es sind aber auch echt krasse Luckboys hier am Start. Das ist wirklich abnormal. Ja, moin! Es gewinnt jemand anderes als ich? Nee, that's not possible. Ach ja, und was ich noch an den letzten Podcast anfügen wollte bezüglich der Flamerei. Weil viele von euch schreiben, ich muss zugeben, ich habe auch schon mal geflamed oder ja, manchmal und hin und her. Ich wollte auf keinen Fall sagen, dass ich irgendwie noch nie geflamed habe. Na, nur, dass es klar ist. Sicherlich habe ich es nie übertrieben oder nie stark gemacht, aber natürlich habe auch ich schon mal geflamed, irgendwas Blödes geschrieben, war negativ und so weiter und so fort. Also ja, ich wollte mich da auf keinen Fall, es hat auch keiner von euch behauptet, aber ich will mich da trotzdem nicht in den Himmel heben oder so. Nur weil ich sehr strikt dagegen bin, heißt das nicht, dass ich es noch nie gemacht habe. Das wollte ich nur nochmal anmerken. Ich habe da sicherlich auch schon ein paar Mal rumgepimmelt. Ich habe ja praktisch extra in dem Video rangezoomt, wo ich ja ironischerweise auch geflamed habe am Ende der Runde. Es war sogar auf der Map hier. Da habe ich kurz am Ende reingepimmelt. Es hat einen besonderen Grund, weil natürlich der Kerl, der hat im Spiel, also ja, während dem Spiel eben, er wollte mich knifen, aber ich habe ihn dann geknifed. Und das hat ihn sehr abgefuckt scheinbar. Ich weiß nicht, ob er überhaupt schon am Knife war, also ob das Haupt- oder das Golden Knife war, oder ob er halt einfach nur das Knife gezogen hat, um mich zu knifen. Aber ich habe ihn halt umgeknifed. Und er hat halt irgendwie Gay Pussy Homo oder sowas geschrieben dann. Er hat sich halt einfach aufgeregt, ne? Er wurde dann direkt wieder eine Stufe runtergeworfen und so. Krass, Mann! Hört auf mit diesen verkackten Pumps! Wie können die nur so hart reinkloppen? Ich bin mit den Pumps so... Okay, der stand auf der Stelle. Ich bin mit den Pumps so scheiße und er rockt mich einfach direkt weg. Look more, Dödeli! Ich wäre gern so lucky wie der Pisser da hinten. Wir wollen ihn die ganze Zeit killen, weil er sich bei uns eingenistet hat und seine Mates retten ihn aber immer. Man kommt nicht an ihn ran. So! Schluss. Der hat jetzt eben drei Waffen vorwärts gemacht, dieser Luckboy, weil wir nicht zu ihm kamen. Wahnsinn. Wird jetzt mir so schwierig werden, ihn aufzuholen. Ja, naja, auf jeden Fall habe ich am Ende der Runde dann halt dann auch was geschrieben, ne? Von wegen, haha, Cutler, fucking Noob oder sowas. Also weil er halt, ja, im Spiel rumgeflamed hat. Und das macht man natürlich nicht, na. Im Video habe ich ja auch gesagt, dass es sehr, sehr wichtig ist, der Unterschied oder zu unterscheiden, ob man in eine Matchmaking während der Runde flame oder ob man halt am Ende dann, wenn es unbedingt sein muss, was schreit. Weil am Ende tangiert es nicht mehr.
da ist das Spiel ja vorbei. Da kann man dann, meinetwegen, das habe ich auch im Video gesagt, so viel flamen, wie man will. Aber nicht während dem verschissenen Spiel, also nicht während dem Matchmaking. Das kann ich nicht nachvollziehen. Egal, das soll heute ja nicht das Hauptthema sein. Komm, du hast einen Header gefressen, musst auch down gehen, du alter Barackle. Ja. Du, ich wollte gerade sagen, die habe ich doch eben schon Headshot gedrückt. Du musst jetzt auch umfallen, du Gauner. Der eine steht da drin. Wow, 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 wow! Gott, wo, was? Oh mein Gott, ich dachte, das wäre mein Mate. Ich krieg's wieder nicht gebacken. Ich krieg es wieder nicht gebacken hier. Ist ja zum Glück keine Dummdödel-Challenge, ne? Krass, Mann, ich könnte schon wieder so eine Fail-Compilation machen. Ich habe jetzt 3 oder 4 Kills nicht machen können, weil ich sie geklaut bekomme, jedes Mal! Und dann verrecke ich! Na, Allah. Und guck mal, der andere hat voll zu strugglen, ne, mit dem scheiß Revolver. So, mein Sohn. Jetzt habe ich nämlich schon mal einen Kill gemacht damit. Keine Bock. Oh, das ist der, das ist der, das ist der. Wir gucken mal, was hier so abgeht. Na, mal gucken, was so passiert. Okay. Na, alles geht doch. Nein, nein, nein. Nein, nein, oh, shit. Leute, vielleicht kriege ich hier einen Kill. Nein. Oh, das ist er, das ist er. Da ist es gleich soweit. Jetzt muss ich schnell den Knife-Kill machen. Schnell, schnell, schnell den Knife-Kill. Nein! Am Knife-Kill ist es am krassesten. Du kriegst ständig die Kills geklaut. Ah, nein! Ständig die Kills geklaut. Das ist echt richtig bitter. Komm, 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 komm. Kann man nur so verfickt lucky sein? Oder unlucky in meinem Fall, ne? Ich kriege einfach... Hier könnte ich jetzt eigentlich eine Unluck-Compilation draus machen. Komm, heute hauen wir mal wieder eine Kleinigkeit raus. Und zwar gibt es eine Tech 9 Ice Cap für einen der Leute, die jetzt noch am Start sind. Und ihr müsst, um das zu gewinnen, beiläufig folgendes in eurem Kommentar erwähnen. Ob ihr die Tech 9 gerne spielt oder nicht. Aber wirklich beiläufig. Ihr könnt nicht einfach schreiben, ich mag die Tech 9 gerne, dann könnt ihr nichts gewinnen. Ihr müsst einen Kommentar haben. Irgendwas, was ihr kommentiert habt. Und darunter schreibt ihr dann, ob ihr die Tech 9 mögt oder nicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.